So, ihr Lieben, es ist soweit. Der Art Design Shop von mir geht endlich online und ich freue mich mega, dass du hier bist. Und bevor du einsteigst und dir ein paar Bilder anschaust, möchte ich dir gerne ein bisschen was von mir erzählen, damit du auch weißt, mit wem du es zu tun hast, wer ich bin, was meine Kunst überhaupt ausdrückt. Ja, einfach so ein bisschen was von mir erfahren kannst, wenn dich das interessiert. Dann schau dir dieses kurze Video an und dann tauche ein in die Welt der Kunst von mir. Also kurz zu mir, mein Name ist Annette Unger, ich bin Artdesignerin und Life Coach und ich arbeite noch gar nicht so lange als Künstlerin, nämlich erst seit 2017. Davor habe ich viele Jahre in der IT gearbeitet, habe da ja, fast 15 Jahre programmiert und habe dann auf dem Weg aber gemerkt, also so richtig erfüllen tut mich das nicht. Kennst du vielleicht auch, dass du so das Gefühl hast, in deinem Leben läuft noch nicht so alles rund. Ich habe dann 2010 eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich gespürt habe, ich möchte gerne mehr mit Menschen arbeiten, ich möchte gerne kreativ arbeiten. Ja? Also Menschen und Kreativität, das gehört für mich einfach zusammen. Ja? Jeder Mensch ist kreativ auf seine Weise. Nur viele Menschen finden den Ausdruck noch nicht, den Selbstausdruck. Und da begleite ich jetzt Menschen im Coaching-Bereich. Parallel habe ich für mich erkannt, dass etwas in mir auch noch mehr zum Ausdruck kommen möchte. Und ich habe dann 2017 angefangen zu zeichnen. Und zwar war das, nachdem ich meinen Job im IT wirklich an den Nagel gehängt habe, weil ich gespürt habe, mein Herz hat gesagt, das geht so nicht weiter, da werde ich nicht glücklich. Ja? Also diese Wahl, meinem Herzen zu folgen, war 2017. Und das war ein Weg. Ja, also habe ich auch nicht von heute auf morgen entschieden, weil sicheren Job aufgeben und so, das kennt ihr vielleicht auch. Ja, es sind viele Menschen in der heutigen Zeit, denen es auch so geht, die gerne etwas anderes machen wollen und sich nicht trauen. Ich bin den Schritt damals gegangen, habe eine Auszeit gemacht, bin nach Malta gefahren, 3 Monate und habe gesagt, jetzt möchte ich gerne mal rausfinden, was will ich eigentlich? Was möchte ich in meinem Leben noch machen? Ja, und ich wusste schon, es hat was mit Kreativität zu tun. Und ich habe damals mir in Malta einfach mal weißes Blatt Papier gekauft und Buntstifte. Und ich zeige euch mal das erste Bild, was damals entstanden ist. Ich hoffe, das kann man hier so einigermaßen sehen im Licht. Ja, aber vielleicht werde ich es dann auch einfach nochmal dazu posten. Dieses Bild ist damals aus mir herausgeflossen innerhalb von 3 Stunden. Und ich habe so gedacht, wow, was möchte da aus mir raus? Ja. Und das war quasi der Beginn der Auseinandersetzung mit Kunst und mir selber. Seitdem sind 3 Jahre vergangen und es ist einiges passiert. Ich bin dann gestartet mit der Neurografik, weil die Neurografik ist ein ganz, ganz spannendes grafisches Tool, womit man auch mit Menschen Coaching machen kann. Und das war für mich natürlich eine mega spannende Idee, zu sagen, wie kann ich mit Menschen coachen und auch noch kreativ dabei sein. Das habe ich dann 1,5 Jahre ungefähr praktiziert und ich habe gemerkt, dass diese Neurografik mich sehr, sehr beeinflusst in meiner Kunst, in meinem Kunstausdruck. Und ich habe gemerkt, das bin nicht ich. Das ist ein Tool, was aber nichts mit mir zu tun hat in dem Selbstausdruck. Und habe das dann beiseite geschoben und habe gesagt, okay, und jetzt lasse ich einfach mal den Stift übers Papier tanzen. Und so ist meine eigene Kunst quasi entstanden, die du jetzt hier auch im Shop findest. Ja, es sind ganz viele Arbeiten mit Kugelschreiber, mit Faserschreiber. Es hat ganz viel mit Energie zu tun. Es ist ein intuitives drauf einlassen. Ja, ich denke gar nicht groß drüber nach, was da entsteht, sondern ich lasse den Stift übers Papier tanzen. Es kommt teilweise Farbe hinzu. Und so hat das gestartet. Und ich habe gedacht, so, wow, es hat sich total authentisch angefühlt. Ja, es war eine angestaute Energie, die ich über Jahre lang quasi nicht ausgelebt hatte. Und die konnte dann sich jetzt auf dem Papier entfalten. Das hat mir mega Freude gemacht und ich habe auch gemerkt, dass die Leute das spüren. Ja, das ist halt so, wenn man so authentisch irgendwas tut, dann spüren die Leute das. Ja, ja, und so habe ich angefangen, einfach immer weiter zu zeichnen. Ja, ich habe dann so A5, A6 Bilder gezeichnet, habe zwischendurch auch mal Leinwände probiert, verschiedene Sachen ausprobiert und doch habe ich gemerkt, am meisten Freude macht mir wirklich das schnelle, individuelle Zeichnen so auf kleineren Bildern. Im Moment. Dann letztes
Jahr, nee, Ende letzten Jahres habe ich dann gemerkt, ich würde ganz gerne auch ein bisschen größer werden. Habe angefangen, mich auch noch mehr mit der Natur zu verbinden. Habe parallel auch immer Coachings gemacht. Habe auch selber mich coachen lassen. Quasi auch Persönlichkeitsentwicklung. Sehr viel eingeflossen in den Weg die letzten 3 Jahre. Und ich habe immer mehr herausgefunden, worum es geht. Nämlich uns selber zu entdecken. Ja? Was ist meine Art von Selbstausdruck? Wie kann ich mich der Welt zeigen in dem, was ich bin? Für mich ist es jetzt im Moment das Zeichnen. Für andere Menschen ist es vielleicht das Tanzen oder das Sprechen, das Gedichte schreiben. Es gibt so viele Wege, kreativ zu sein. Mein Weg ist die Kunst, also die Zeichenkunst. Ja. Mittlerweile hat sich es schon ausgeweitet. Du wirst im Shop auch sogenannte 3D-Objekte finden. Die habe ich erst 2020 gestartet, indem ich angefangen habe, Elemente aus der Natur zu sammeln. Kombiniert mit meinen Zeichenelementen und auch noch Recycling mit reingenommen habe. Also ich bin da auch sehr bunt und sehr individuell und lasse mich einfach inspirieren, was da passiert. Also so hast du einen kleinen Eindruck, wie das jetzt entstanden ist bis heute. Das heißt, bin erst seit 3 Jahren ungefähr auf dem Weg. Das bedeutet, auch du kannst dich jederzeit auf den Weg machen. Ich begleite dabei die Frauen auch oder vor allem Frauen, die gerne aus sich heraus sich entfalten möchten. Wenn du da Interesse hast, kannst du dich jederzeit an mich wenden und mal fragen, was da möglich ist. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude auf meinem Shop. Es wird immer wieder Angebote geben. Es wird ja, noch mehr Bilder geben, weil es ist nur der erste Teil ist jetzt drin und es wird immer wieder neue Bilder geben. Also schau auch immer gerne wieder drauf vorbei. Falls du auf irgendeinem anderen Medium, Facebook, YouTube oder Instagram von mir Bilder siehst, die du im Shop nicht findest, dann schreib mich einfach an, weil dann ist das einfach noch nicht da und dann kannst du dieses Bild natürlich auch gerne für dich gewinnen. Ja? Weil mein Wunsch ist es, dass du dich von einem Bild von deinem Herzen aus inspirieren lässt. Schau es an, spür hinein, ob das Bild etwas mit dir macht, ob du in Resonanz mit dem Bild gehst. Frag dich, welche Botschaft dieses Bild für dich hat. Weil dann wird es die kraftvollste Wirkung auch haben. Und wenn dir einfach ein Bild gefällt, kannst du es natürlich auch gerne zu dir einladen. Also jetzt viel, viel Freude in meinem Shop. Ich freue mich, dass du da bist und ich hoffe, ich kann dich von Herzen berühren. Alles Liebe, deine Annette.